Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber, die wollüstigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die Mentoren von Stefan Raab, die Hitgiganten von Dieter Bohlen und die wahren Schlauts der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Showmaster Steffen und Daniel. Ja, willkommen zurück. Wir haben einen Flitzer gemacht, alle drei. So da hilft kein Schütteln und kein Klopfen. In die Hose geht der letzte Tropfen. Ey, wo. Ich habe mir erstmal eine angezogen, okay? Ja, zum Glück hast du eine jetzt an. Ja. Die Tröpfchen auch. Ja? Ja, es war sehr frisch. Die Tröpfchen auf dem Stuhl sind auch blöd. Ekelhaft. Ja. Einsamkeit im Internet. So, wir sind wieder zurück. Ja. Mit Nils heute zu Gast. Wenn ihr Fragen habt, gerne ins Discord gehen. Ich habe das schon vor der Pause gesagt. Und ich habe meine Hände gewaschen. Stellt eure Fragen. Ich habe auch meine Hände gewaschen. Ich war sogar noch in der Maske kurz. Ja, wir haben schon Spannendes und Informatives auch aus Studien gesagt. Der Nils hat er war auch einsam, vielleicht fühlt er sich auch manchmal jetzt noch einsam. Die Einsamkeit ist echt ein Schmerz, der, glaube ich, auch vielen gar nicht so bewusst ist im heutigen Leben, weil der sich so schleichend auch ins Leben rückt. Ja, man hat eine Veränderung im Leben, und kriegt das vielleicht auch selbst gar nicht mit, dass man sich einsam fühlt oder alleine ist, weil man denkt, es ist alles okay. Aber tatsächlich ist es so, dass die Einsamkeit auch Depressionen irgendwann auslösen kann und sehr, sehr, eigentlich eine sehr, sehr schlimme Krankheit dann mit sich führt. Ja. Daher vielleicht auch die nächste Frage an Nils. Nils, du hast ja gesagt, du hast dich auch einsam gefühlt, fühlst dich tatsächlich auch noch einsam teilweise. Kennst du jemanden in deinem Umfeld, der das Gleiche mitmacht und helft ihr euch vielleicht gegenseitig? Um darauf wirklich ehrlich zu antworten, ich möchte über krankheitsbewusste Sachen nicht reden, weil ich einfach keine Kompetenz dazu habe und mir überhaupt nicht ein Urteil erlauben möchte über andere Menschen. Ich kann über mich selber reden, aber ich möchte nicht über andere Menschen diesbezüglich urteilen. Nee, ohne deswegen, Namen oder so. Aber ich würde trotzdem nicht darüber reden, weil ich einfach keine fachlich kompetente Person bin dafür. Das habe ich auch über die Jahre gelernt, dass manche Annahmen und irgendwelche Lobesreden oder irgendwelche Motivationsreden, das kannst du einfach, das kickt nicht. Mhm. Das kann man nicht machen. Ist bei Einsamkeit, glaube ich, auch schwierig. Ja. Ist schwierig. Ja. Aber vielleicht, dann lass mich die Frage, ich will ein bisschen ummodeln. Model mal. Glaubst du, dass, wenn ein Mensch sich einsam fühlt, ob er das jetzt für sich diagnostiziert hat, persönlich, das weiß oder nicht weiß. Und vielleicht bezüglich dessen zum Twitch-Stream greift, andere Motivation jetzt mal auf Seite geschoben, weil er Bock dazu hat, weil er zocken will. Lass mal das mal weg. Weil er vielleicht einfach sagt, ey, da gehe ich raus, da kann ich mit Menschen labern, da geht's in die weite Welt hinaus und dann bin ich nicht mehr alleine. Glaubst du, dass genau das sehr kontraproduktiv sein kann? Nee, gar nicht. Also das glaube ich wirklich nicht und das mache ich jetzt mal an meinem Beispiel fest. Mir persönlich hat das in meinem Leben unfassbar viel gegeben. Mhm. Also wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, ich meine, ich habe jetzt studiert, ich habe schon ein paar Etappen in meinem Leben durch. Ich war mal durchtrainiert, ich war trainieren wie ein Bekloppter so und dann habe ich studiert und irgendwie war ich nie wirklich in solchen Situationen glücklich. Mhm. Wenn ich jetzt hier sitze, ist das, glaube ich, das, was ich mein ganzes Leben lang schon immer machen wollte. Und natürlich hast du irgendwo, wenn du zu Hause einsam bist oder du bist alleine und du fühlst dich alleine, kannst du einen Stream anschmeißen und du bist nicht alleine. Also es ist immer so ein abgedroschenes Ding, was man immer so sagt, aber am Ende, ich habe gerade eine sehr schwere Etappe in meinem Leben aktuell, will ich nicht weiter drauf eingehen, so der Leute, die mich kennen, wissen, wovon ich jetzt gerade rede, und ich weiß aber, dass die Leute für mich da sind, so. Ich weiß, dass die da sind und ich bin nicht alleine, bin ich nicht. Natürlich habe ich nicht diesen
diesen Face-to-Face und diesen Berührungskontakt, aber ich weiß, dass sie da sind. Mhm. Und das gibt einem natürlich auch irgendwo ein bisschen Kraft. Und na klar werden auch Leute, wenn ihr euch das mal anguckt, das ist auch wieder sehr verallgemeinert und natürlich wieder ein bisschen oben drüber, aber jeder Streamer irgendwo hat total einen an der Matte. Also wann haben wir mal einen normalen Menschen da sitzen? So, irgendeiner wurde, und das ist jetzt wirklich mal ganz kurz für mich, Real Talk aus dem Kinderzimmer, du wurdest irgendwann gemobbt, so, du hast eine scheiß Kindheit gehabt und hier kannst du halt dich komplett ausleben und du hast Menschen um dich rum, die dich genau so mögen, wie du bist. Ja. Und deswegen, glaube ich, sind auch viele Menschen am Streamen, weil sie dadurch einfach bestärkt werden. Ich meine, guck dir die größten Streamer an, die haben wirklich auch alle sehr große Probleme. Und dadurch schaffen sie sich einen Ort, an dem sie glücklich sein können. Mhm. Und nicht wirklich auch das Geschäft rausziehen, sondern da sind sie wer. Und ich denke, dass ein Stream oder ein YouTube-Dasein oder ein Twitter-Dasein oder ein Instagram-Dasein dir definitiv dabei hilft. So. Okay. Was ist jetzt, lass mich verallgemeinern und da auch nochmal wieder reingrätschen. Zeitungsartikel vom 22. Juli 2018. Schande, 1000 Twitch-Streamer haben 0 Zuschauer. Ist kein Scheiß. Über 3000 Livestreams pro Tag laufen in der 0-Zuschauer-Quote. Du hast deine Situation benannt, die ist cool. Was ist mit den Leuten, die den Stream anmachen, weil sie einsam sind und die sitzen dort Tage oder Wochen mit 0 Zuschauern? Kann das für die Leute vielleicht dann, sind wir da vielleicht dann an dem Punkt, wo wir sagen, da kann das Stream vielleicht ja sogar gefährlich werden? Also kann das Gefühl der Einsamkeit bestärken? Der ist alleine und der bleibt auch im Internet allein? Also da kann man, glaube ich, nicht nett darauf antworten, ohne dass man irgendwo in den Fettnäpfchen tritt. So. Ich meine, manche Leute sind einfach nicht unterhaltsam, Punkt. Mhm. Ich sehe mich selber auch nicht als unterhaltsam an. Also um mal wirklich realistisch da ranzugehen. Ich hatte wahrscheinlich an irgendeiner Stelle mal Glück. Aber natürlich kann das, Mann, es kann alles gefährlich sein. Wirklich, Jungs. Mhm. Es kann gefährlich sein, über die Straße zu gehen. Es kann gefährlich sein, zu kacken. Alles kann gefährlich sein. Aber wir reden ja heute über Einsamkeiten. Wir reden ja nicht über Zebrastreifen. Ja. Na klar, auch an der Stelle kann das auch gefährlich sein, ja. Mhm. Sehr gefährlich. Ganz kurz, Nils, sorry, dass ich unterbreche. Wir haben gerade Frame Drops. Irgendwie stimmt gerade was nicht. Die Leute sagen es auch gerade im Chat. Ja, bei uns geht gerade die Bitrate hoch und runter. Ja, wir fliegen gerade von 6.000 nach 3.000 immer so wieder hoch. Es ist immer schwierig, ihr wisst das ja da draußen. Liegt das jetzt an unserer Internetleitung oder an dem Server, den wir ansprechen? Wir gucken mal, ob sich das wieder fängt. An unserer 1G-Leitung sollte das nicht liegen. Also an die Leute da draußen, wir haben eine nette 1G-Leitung von Westnet. Es pendelt sich gerade wieder ein. Ja, es pendelt sich ein. Aber ich wollte, deswegen habe ich nie so unterbrochen, nicht, dass der wichtige Punkt, was er gerade sagen wollte, untergeht durch gut. Die Lecks. Sieht wieder gut aus. Es sieht wieder gut aus. Wir sind wieder da. Willkommen zurück aus den Weststudios hier in Irland. Ja, ja? Die irische 1G-Leitung steht wieder. Wir haben Nils zu Gast. Wer es vielleicht nicht weiß. Tag. Ja. Jetzt habt ihr meine schwierige Frage weggedroppt, ja? Nee. Ich hätte sie jetzt wieder aufgegriffen. Okay, ja, prima. Also ja, auch das kann gefährlich sein. Das sind sehr, sehr schwere Fragen. Aber an der Stelle kann, glaube ich, auch das Internet nachher nicht mehr weiterhelfen. Und ich kenne auch persönlich Leute, die es über die Zeit schwierig haben und die sich immer weiter in so eine Spirale nach unten bewegen. Und das Einzige, was ich immer dazu sage, ist, sucht euch an der Stelle Hilfe. Oder vielleicht netterweise, am liebsten würde ich den Leuten immer sagen, ey, lasst es doch einfach sein und versucht irgendwas zu finden, was euch glücklich macht. Und ich weiß auch, dass das manchmal nicht so einfach ist. Und ich bin, wie gesagt, ich bin kein Arzt und ich bin kein Personal und ich sehe das aus meiner ganz einfachen, aus meiner Welt, die ich mir sehr einfach mache, dass man sich Hilfe sucht und sagt, ey, man muss sich halt selber auch ein bisschen eingestehen, das ist nichts für mich. Und da fehlt dann halt die Selbstreflexion. Und vielleicht, wenn ihr Freunde habt, die sich da drinnen verrennen, dann sagt denen das lieber ganz nett und versucht denen das durch die Blume beizubringen, dass das vielleicht nicht das Richtige ist an der Stelle.
gerade. Hm. Also ich glaube einfach, dass jeder auch, egal wo und was, jeder schon mal das Gefühl der Einsamkeit oder das Alleinesein hatte im Leben. Bei vielen verschwindet das dann aber, weil sie wieder, wie gesagt, den Kontakt suchen. Manche verrennen sich aber da drin. Ich würde gern eine Frage stellen. Nils, du hast eben schon gesagt, du möchtest das nicht beantworten mit irgendwelchen Sachen bezüglich Sucht und so. Ich möchte die aber trotzdem stellen, vielleicht hat Daniel da auch vielleicht noch eine Meinung dazu. Already Gaming hat geschrieben, einen wunderschönen Wünsch ich, man hört ja immer Internet, Medien oder Gaming in Zusammenhang mit Sucht. Wie siehst du das? Ich persönlich spreche aus eigener Erfahrung, dass es bei mir soweit war, dass ich allein zu Hause war und jede Sekunde, die ich nicht im Internet verbrachte, mich einsam fühlte und alles verlor. Arbeit, Wohnung, Real-Life, Freunde. Ich verallgemeine das jetzt an uns, würdet ihr das als Sucht beschreiben? Natürlich ist das eine Sucht. Natürlich. Also ganz ehrlich, machen wir mal ganz kurz Nägel mit Köpfe. Ich gehe seit 6 Jahren fast jeden Tag live. Und wenn ich das nicht tue, dann fühle ich mich nicht so ausgefüllt wie vorher. Und das ist eine Frage, die beantworte ich dir super gerne, okay, weil ich da sehr transparent bin. Ich bin spielsüchtig, also nicht spielsüchtig im Sinne, dass ich Geld verbraten muss, aber ich bin spielsüchtig. Sonst würde ich das hier, glaube ich, gar nicht auf die Reihe kriegen. Ich bin süchtig nach Glücksgefühlen, logischerweise, wie, glaube ich, irgendwie fast jeder. Also ich möchte glücklich sein, ich möchte happy sein, ich habe diesen Tatendrang dazu. Ich bin süchtig danach, Dinge zu kreieren, weil ich glaube, wie soll ich das sagen? Ich bin, wie gesagt, ich bin die größte Niete, die größte Geschäftsniete, aber ich habe eine Gabe, also ich sehe es jetzt mal als Gabe, natürlich wird das jetzt selbstdarstellerisch, aber ich habe eine Gabe, kreativ zu sein. Ich habe eine Gabe zu Content auf Sachen, die mir Menschen sagen und daraus was Witziges zu machen, Sachen zu kreieren, und das ist für mich auch eine absolute Sucht. Ich habe die Sucht, nachts alleine rauszugehen und zu fotografieren. Das gehört auch, ist so eine Zusammenmischung aus allem. Ich bin ein einziges Suchtwrack, könnte man sagen. Was aber auch normal ist, weil du sonst einfach nicht, du würdest das nicht durchboxen können, wenn du diese Sucht nicht hättest und sie befriedigen musst. Da habe ich eine spannende Frage. Ich höre das immer wieder auch von, gerade auch von Streamern, dass sie gesagt haben, ey, ich gehe jeden Tag online, das ist eine Sucht, Alter, ja. Dein Freund und Kollege hat das auch in der letzten Zeit gesagt, Stay, das eine Art Sucht ist. Man will auch streamen, man will online sein, ja. Dieses Gefühl, man hat das so viele Jahre gemacht. Was unterscheidet dieses Gefühl und diese Sucht, die dort entsteht, von einem Beruf, der draußen in der, das normal ist so falsch, draußen in der Welt stattfindet, wo viele Leute vielleicht auch mal sagen, ich habe keinen Bock heute auf meinen Beruf, wobei das hat der Streamer auch, aber man hört selten bei einem Rettungsassistenten, meiner Krankenschwester, bei einer Erzieherin, bei einem Anwalt, das ist jetzt meine, weißt du, viele sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, aber wenige sagen, das ist eine Sucht, ich muss jetzt auf die Arbeit. Es ist ja auch bei Streamern genau dasselbe so. Das ist vielleicht once in a lifetime, dass du jemanden hast, der dafür richtig brennt. Und ich weiß nicht, ob das zu allgemein gesprochen ist, aber alle Leute, die erfolgreich sind, die sind süchtig danach. Weil die einfach diesen übernatürlichen Drive haben, immer und immer und immer und immer und immer wieder diese Sache zu machen. Es gibt so viele Menschen hier draußen, die sich sagen, ich brauche mal Urlaub. Aber einen Streamer, der wirklich, oder einen YouTuber, oder nimm dir einfach irgendeinen Content Creator, die sind alle scheiß Workaholics. Also wirklich beschissene Workaholics, die morgens aufstehen und instant an ihren Job denken, die instant alles für den Job machen. Ich habe eine Beziehung dadurch gecrashed, dass ich ein scheiß Workaholic bin. Und ich bin mir dessen bewusst und ich reflektiere mich so sehr, dass ich ganz genau weiß, was ich hier tue. Und ich bin einfach ein Workaholic und das ist auch genau das, was nach außen immer präsentiert wird und wofür Menschen, also einige Menschen mich kennen. Wenn andere Leute feiern gehen, gehe ich arbeiten. Weil mich füllt das so sehr aus. Und da draußen gibt es auch andere Leute in anderen Jobs und
Also nimm Forscher, es gibt Leute, Mann, ich kenne Tischler, die lieben ihren Job, die sind morgens um 6 schon da drinnen und bauen Schränke, weil die das einfach, sie lieben das. Aber wir sind uns einig, dass der Faktor Erfolg da auf jeden Fall auch ein großer Motor ist, oder? Muss nicht unbedingt sein. Also wenn ich jetzt mal realistisch bin, ich bin auch nicht unbedingt sonderlich erfolgreich mit dem, was ich tue. Sondern auch nur Mittelmaß. Okay, das sagt man selbst von sich vielleicht. Ja. Das ist immer natürlich aus dem anderen. Es ist realistisch. So. Es ist Mittelmaß. Punkt. Es ist nicht sonderlich riesig. Es ist jetzt vielleicht nicht klein. Ja. Es ist Mittelmaß. Wenn ich zum Beispiel, lass mich ein Beispiel aus meiner Situation gerade nehmen, ja. Wenn ich an meinen alten Kanal zurückdenke, den ich vorher mit den Streamer-Kollegen betrieben habe, da steckte viel Herzblut und Liebe auch von mir drin und viele Arbeitsstunden. Ich glaube, Steffen war einer davon, der hat das mitbekommen. Tag und Nacht. Aber es wollte nicht zünden. Verstehst du? Die Ideen, die kreativen Ideen, die sind nicht an den Mann gekommen. Es wollte nicht zünden. Und ich habe gemerkt, wie die Motivation und ich bin auch jemand, der unheimlich viel und unheimlich viele Stunden arbeitet, aber ich merkte, dass ich mich selbst, ich kam nicht mehr rein, weißt du, wie ich meine? Ich habe nicht mehr den Drall gehabt, weiterzumachen. Und du hast dich vielleicht auch ein bisschen alleine gefühlt. Kann das sein, dass dir vielleicht die Leute... Einsam, ja. Die Leute, die waren zwar da, ja. Aber du hast auch viel selbst machen wollen. Das stimmt. Ja, ich bin jemand, der versucht, selten das Ruder aus der Hand zu geben. Da bin ich sehr ehrlich. Ich bin jemand, der versucht, überall die Hände mit dem Spiel zu haben. Man muss abgeben, das ist das Problem. Hat sich jetzt geändert. Hat sich geändert, aber dennoch bin ich ehrlich, dennoch habe ich einen unruhigen Drall im Hintergrund, dass ich trotzdem in jedes Trello und ich möchte, dass jedes Dokument auch für mich freigegeben wird, damit ich mitbekomme, was abgeht. Ja? Bin ich ehrlich. Also ich kriege diesen Drang trotzdem nicht los. Bin ich sehr ehrlich. Aber ich merke, und den Vergleich wollte ich ziehen, als dann diese Idee Kickstarter geboren worden ist und ohne dass wir wussten, da gucken jetzt 10, 20 oder 15 Zuschauer zu, als die Idee geboren wurde und das Team zusammenkam, diese Motivation aufeinander prallte und diese ganzen kreativen, coolen Ideen und was können wir machen, da war das auf einmal dieser Modus Workaholic, der war sofort wieder da und sofort ging die Maschine an und ja, natürlich das Feedback der letzten Tage da draußen bestärkt das von Tag zu Tag mehr zu geben, mehr zu machen, ja. Man muss aufpassen, dass man da auch nicht hinten seine Liebsten wegfallen lässt. Das ist das, was Nils eben gesagt hat. Das beobachte ich jetzt schon nach 6, 7 Tagen, dass meine Zeit drumherum sehr knapp wird, sehr, sehr knapp gerade. Und man fährt diesen Tunnelblick. Man muss aufpassen, dass man nicht direkt in diesen, zum Glück hat man diese Erfahrung jetzt gemacht und denkt da diesmal im Vorfeld drüber nach. Aber es ist sicherlich auch, und darum wollte ich hinaus, um die Kurve zu bekommen, es ist sicherlich auch, dass man sieht, so viele Menschen, damit haben, das meine ich ernst, ich habe damit nicht gerechnet, das tut, glaube ich, keiner im Vorfeld, oder er lügt, ich weiß es nicht, aber wir wussten, das wird eine geile Nummer, wir hatten da Bock drauf, die Ideen waren geil, sonst hätten wir es gar nicht gemacht, sonst wären wir gar nicht hier, sonst würden wir wahrscheinlich noch da hinten woanders sitzen, aber der Zuspruch in den letzten Tagen nach diesen ganzen Sendungen ist so enorm, dass man sich selbst sagt, ey Alter, das kann Erfolg haben. Das kommt an und das motiviert nochmal, das holt nochmal Reserven raus, die man irgendwie sonst vielleicht nicht auffahren würde, könnte. Weiß nicht, versteht ihr, was ich meine? Absolut. Ja. Abgesehen davon, also wir leben ja in Irland, daher vielleicht auch die Einsamkeit spielt da auch vielleicht eine Kultur mit rein, dass vielleicht, also wir können ja ein bisschen von Irland gleich erzählen, von den Iren, was die für eine Mentalität haben. Nils, du in deinem neuen Umfeld im Vergleich zum alten, auch wenn das nur so ein Ausschnitt ist, denkst du, dass das vielleicht irgendwas auch mit Mentalität oder auch mit den Menschen in anderen Ländern zu tun hat, dass die anders auf solche Sachen reagieren und vielleicht andere Menschen in anderen Kulturen nicht so einsam sind? Schwierige Frage. Sehr schwer, ja. Also ich meine, wir leben in der westlichen Welt. Ich teile das mal in die westliche und östliche Welt ein und das, was dazwischen liegt. Also ich kann euch sagen, aufgrund der Tatsache, dass ich sehr viel russische Vergangenheit habe und auch russische
Blut in der Familie habe, da ist das ganz anders. Also da ist der Drive für Familie, für alles ein bisschen anders. Aber was ich auf jeden Fall im Leben gelernt habe, ist, dass du das nicht verallgemeinern kannst. Also viele Leute sagen ja zum Beispiel auch in Deutschland jetzt, oh, die Deutschen sind sehr, 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 sehr akkurat. Ist eine Lüge. Stimmt nicht. Andere Länder sind genauso akkurat. Oder in Deutschland ist alles schwieriger als früher, nicht als früher, aber in Deutschland ist alles schwieriger, die Bürokratie ist kacke und so weiter und so fort. Das ist in anderen Ländern genau dasselbe. Und so auch an der da Stelle. Da muss ich gleich reingrätschen. Die Einsamkeit, glaube ich, kennt keine Grenze. Die okay. Einsamkeit gilt für die Menschheit. Mhm. Es wird nur anders kommuniziert. Und andere Länder, andere Sitten, auf jeden Fall, yo. Aber die grundlegenden Probleme hat jeder. Egal, wo er herkommt. Egal, welche Herkunft. Okay. Daniel, du wolltest reingrätschen. Ich wollte reingrätschen, ja. Aber er hat gerade noch mal... Er hat ja ein bisschen, also was heißt gegengerudert, um Gottes Willen. Aber ja, er hat aber natürlich noch mal was ergänzend gesagt. Also ich glaube, Nils, wir leben hier in Irland. Die Bürokratie hier in Irland ist in der Tat im Vergleich zu Deutschland gleich null. Hier gibt es, das fängt ja einfach an, dass es keine Rathäuser gibt mit irgendwelchen Meldedokumenten oder Melderegistern oder irgendwie so ein Kack, ja. Die Steuerpolitik ist ja recht überschaubar und sicherlich für den einen oder anderen auch positiv, ja. Für andere wiederum nicht. Aber Irland ist sehr einfach und ich versuche mal ein Beispiel zu bringen, damit wir vielleicht die Kurve auch vielleicht in Richtung, keine Ahnung, Einsamkeit bekommen. Schau mal, in Deutschland zum Beispiel, wir können das für gut oder für schlecht heißen, da kommt jetzt gleich viel fachliche Diskussion im Chat, ich weiß, aber nehmen wir eine Autowerkstatt, nehmen wir den Kfz-Mechaniker. Wenn du in Deutschland an Autos schrauben möchtest, musst du eine Berufsausbildung zum Kfz-Mechaniker machen, die dauert 3-3,5 Jahre. Nach dieser Berufsausbildung möchtest du vielleicht selbstständig an Autos rumschrauben und für Kunden Autos reparieren. Das geht auch nicht so einfach. Da kommt die nächste bürokratische Hürde. Ich glaube, du musst einen Meisterbrief machen, oder? Damit du an Autos rumschrauben darfst für Kunden, musst du, glaube ich, einen Meisterbrief haben. Der Chat soll uns korrigieren, aber ich glaube, das weiß ich nicht. Nein, musst du nicht. Okay, aber dann haben wir die 3,5 Jahre Berufsausbildung. Lass mir die stehen, okay? Die haben wir auf jeden Fall auch nicht machen. Ja, du kannst nicht einfach eine Werkstatt drauf machen und an Autos schrauben. Ich glaube, das ist, Du kannst immer noch in eine Firma gehen, wo irgendjemand einen Meister hat und kannst da an Autos schrauben, wenn der dich einstellt. Ja, okay. Aber das wird, okay. Aber das wird schwierig. Klar, okay, du brauchst den Meister, der die Werkstatt führt. Okay, aber ich will dir was erklären, den Vergleich. In Irland bist du einfach ein 18-jähriger Bengel, hast vielleicht in der Schulzeit nicht so wirklich aufgepasst, keinen Bock gehabt und sagst aber, ich schraube gerne an Autos. Dann kannst du in Irland als 18-jähriger Bengel, jetzt können wir darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber kannst du eine Werkstatt aufmachen. Ohne Berufsausbildung, ohne alles. Du machst einfach, du gehst zum Amt, meldest eine Firma an und sagst, ich möchte ein Auto schrauben, möchte in der Garage die Autos reparieren. Dann sagen die, ist kein Problem, mach. Kannst du sofort machen. Ohne Brief, ohne alles. Kannst Los du in geht's. Deutschland auch. Du kannst ja, du brauchst aber den Meister in der Werkstatt. Nein, den Meister brauchst du nur, um Dings zu machen, auszubilden. Aber und du kannst, damit du in einer anderen Gehaltsklasse bist. Du kannst dich einfach anmelden und kannst ein Auto schrauben. Oder denkst du, die Leute, die hier nach Deutschland einwandern, machen einen Meisterbrief? Ja, nicht ein Meisterbrief, aber ich glaube, also ich bin mir relativ, aber lass uns die Diskussion jetzt, okay, dann du nimmst mir mein Beispiel, aber ist okay. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du Kundenfahrzeuge reparierst. Kundenfahrzeuge, wir reden nicht, dass wir im Hinterhof unsere Autos zusammenschrauben. Nein, musst du nicht. Das ist ja das Schöne an der heutigen Zeit. Müssen wir nicht. Am Ende müssen wir gar nichts. Okay, die im Chat sind sich auch nicht einig. Wir sind uns auch nicht einig. Vielleicht kann das ja jemand mal im Hintergrund betipseln. Ich bin der. Okay, dann was ich ausführen wollte war, ich bin eigentlich, ich hatte das auch mal für ein anderes Thema recherchiert. Also ich bin eigentlich, meine Recherche mag falsch sein, aber eigentlich war ich auf dem Informationsstand, wenn du in Deutschland als Mechaniker oder lass uns gerne, wenn der Mechaniker zu schwierig ist, bei einer Sache, wo ich es hundertprozentig gelesen habe, Nils, korrigiere mich bitte gerne wieder, ist der Elektriker. Wenn du eine Elektroinstallation in einem Haus machen willst, musst du ausgelernter Elektriker sein. Ja, das geht nicht ohne, dann nehmen wir den gerne als Beispiel. Vielleicht war der Mechaniker gerade zu fragwürdig. Du willst eine Elektroinstallation in einem Haus machen, was gebaut wird, da musst du Elektriker sein.
In Irland ist das bei dem Elektriker wiederum so, dass du es nicht sein musst. Du kannst als, in der Tat, wir hatten nämlich vor 2 Tagen Elektriker hier, mit dem wir gesprochen, ich habe gesagt, was hast du denn gelernt? Ja, nix. Ich habe einfach eine Firma aufgemacht und schraube als Elektriker, okay? Dieser Mensch ist also jung und der trifft eine Entscheidung, vielleicht in der Schule zu schlecht gewesen, wird Elektriker und bastelt rum. Das System hier in Irland gibt ihm die Möglichkeit. In Deutschland muss der in eine Ausbildung. Vielleicht kriegt er den Platz nicht. Er kämpft um den Platz. Wir wissen, es gibt verschiedene Faktoren. Und am Ende des Tages glaube ich, dass das bürokratische System, also die Schwierigkeit, die Hürden, die gerade auch, finde ich, in Deutschland in der Bürokratie gestellt werden, vielleicht Menschen, nicht alle, aber vor allen Dingen auch Menschen dazu treiben, vielleicht dann, weil sie aus irgendeinem Grund, vielleicht haben sie es auch nicht gelernt, diese Hürden zu nehmen, weil es zu kompliziert wird, irgendwie zu Hause auf dem Sofa landen und aber vereinsamen. Dann bist du für den Job nicht gemacht, Punkt. Und das ist jetzt einfach mal ganz kurz realistisch gesagt. Okay. Ich finde, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich hasse Bürokratie und ich hasse unseren Steuersatz in Deutschland. Ich könnte brechen, wie viel Steuern ich zahle. Mhm. Aber am Ende des Tages sage ich mir, du, ja, bevor wirklich Justin, 18, mein Auto schraubt und eventuell was kaputt gehen kann, habe ich das doch als Deutscher sehr, sehr gerne, dass ich weiß, oh, der hat eine Ausbildung und der weiß, was er da macht. Natürlich das wird oft, ist das nicht, ich respektiere das. Ja, wird oft gesagt, aber darf ich dir was sagen? Ich habe das auch gerade im Chat gelesen. So viele Häuser fackeln in Irland gar nicht ab, weil die Elektroinstallation falsch ist. Weißt du, ich nein. Natürlich nicht. Aber das ist unser Denken und das ist unsere Ausbildung und deswegen ist unsere Nation für diese Sache bekannt. Mhm. Aber und nicht falsch verstehen. Natürlich ist das immer, die Bürokratie ist eine Hürde. Ja. Aber am Ende des Tages kann ich euch allen da draußen sagen, nach 5 Jahren Selbstständigkeit, es ist ein fucking Witz. Es ist einfach nur, trag deinen Namen ein, trag, wann du geboren bist, mach eine Unterschrift drauf. Und das kann man mittlerweile per E-Mail einschicken. Und das eine Mal, wo man zum Amt gehen muss, ist wirklich nervig. Und da will ich auch gar nichts zu sagen. Aber fuck my life, das ist einfach ein Tag, den du machst und dann ist das fertig. Und dann hast du deine Ruhe. Und dann kannst du in deinem Betrieb machen, was du willst. Ja. Aber auch nicht falsch verstehen, es gibt auch Ausbildungsberufe in Irland, zum Beispiel Ärzte und alles. Ne? Also nicht falsch verstehen, die können ja nicht irgendwie an offenem Herz rumbasteln. Es gibt auch für den Kfz-Mechaniker, nicht falsch verstehen, Leute, gibt es ein College NCT, auch in Irland. Ja, es gibt auch ein College in Irland, wo man diese Berufe erlernen kann, aber man muss es nicht zwingend notwendig. Die Iren entwickeln sich auch weiter. es ist nicht alles nur grün und es stehen Schafe auf der Wiese. Aber ja, die Kulturen. Ja. Unterschiedlich. Also ich finde tatsächlich Deutschland, Irland, wenn ich das vergleiche, die Iren sind viel offener und gehen mehr auf Menschen zu. Also das konnte ich in dem direkten Vergleich jetzt auch so mitkriegen. Also wenn wir nämlich von Einsamkeit reden. Natürlich, vielleicht sind die dann, wenn die nach Hause gehen, trotzdem alleine und einsam. Das kann man ja nicht beurteilen. Aber so, wenn man das soziale Leben von draußen sieht, die Iren, im Vergleich jetzt zu Deutschland, den habe ich, den direkten Vergleich, sind die einfach viel offener und viel, die schließen. Es ist weniger, darf man das sagen, ich habe das Gefühl, es ist in Irland, jetzt der Direktvergleich, in Irland ist es weniger, Ellenbogengesellschaft. Es ist weniger, wenn man hier, also ich nehme immer das Beispiel, auch da gibt es 1000 Varianten, ich weiß, aber ich sage immer, wenn du hier irgendwie was aufmachst, eine Firma oder so, der erste Satz ist, in Deutschland hatte ich immer das Gefühl, da ist der erste Satz so, boah, bist du dir sicher? Oder hast du wirklich drüber nachgedacht? Das ist ja auch gar nicht böse gemeint, das ist ja vielleicht auch nur die Sorge des Gegenüber. In Irland ist immer die erste Reaktion auf so einen Satz, mega geil, genau das brauchen wir hier, mach das. So, das ist eher, die Herangehensweise wirkt immer, es klingt jetzt auch, hatten wir heute schon sehr oft, sehr verallgemeinernd, aber es wirkt zumindest so. Ich sage das auch übrigens zu vielen Leuten, mega geil, mach das mal. Und ich ertappe mich sehr oft, dass ich in meinem Dunstkreis oft sage, nee, lass mal lieber. Ja. Oder bist du dir da sicher? Mhm. Was aber auch völlig normal ist, da wir, glaube ich, auch so getrimmt werden, vorsichtig zu sein. Mhm. Und ich glaube auch in unserer Nation ist das, glaube ich, ganz, ganz nett, vorsichtig zu sein. Das ist ein leidiges Thema. So, Papa hat auch mal gesagt, Junge, also Computerspielen, weißt du, mach mal lieber nicht. Ist schwierig, mach mal einen Elektriker. So, ich habe das dann auch gemacht. Ne? Ja. Also. Uns fällt es natürlich klar, wir können das nach 10, ich nach 2,5 Jahren Irland sehr gut vergleichen. Aber ich glaube auch hier, nimmst du, weißt du, ich glaube gerade um Einsamkeit und Kommunikation, um da die Schleife nochmal hinzubekommen mit den Nationen,
In Irland wird zum Beispiel, das gibt es in Deutschland auch, ich weiß, da kommen jetzt ganz viele in den Chat. In Irland gibt es an jeder Ecke, in jedem kleinsten Dorf, auch wenn nur 5 Häuser da sind, gibt es neben dem Pub, was auch von groß und klein genutzt wird, alle, also für mich ist ein Pub in Irland immer ein Mehrgenerationenhaus, darf ich das so sagen? Weil du bist abends, ob das gut oder schlecht ist, können wir alle drüber diskutieren, aber du bist abends um 10 im Pub und da sind auch noch die 7-jährigen Stöpsel, die rennen dann mit dem Fußball durchs Pub, ja? Können wir darüber diskutieren, ob das gut ist, aber ich finde diese Mehrgeneration in einem Pub, ich finde das auch sehr spannend, aber es gibt halt auch diese Community-Häuser in Irland. Also das gibt es, glaube ich, in Deutschland nannte man das früher irgendwie Kulturtreffen oder so, weiß ich nicht, also Kulturhäuser. Ich glaube, oder Jugendhäuser, irgendwie sowas. Das wird halt in Irland sehr aktiv genutzt. Das heißt, die gehen dorthin nach der Schule oder auch Erwachsene, also es ist wirklich sehr gemischt. Und die machen da irgendwie, basteln mit Kiddies und machen irgendwie, gerade zur Weihnachtszeit kommen groß und klein und die sitzen da alle und basteln. Das ist so ein Community-Haus, ich kann es nicht beschreiben. Und ich glaube, dass dieses Angebot in Deutschland... Ein Miteinander, ne? Ein Miteinander, das stirbt in... Ich glaube, in Deutschland stirbt das zunehmend aus, weiß ich nicht. Also das ist... Nein? Nein. Warum sagst du nein? Weil das nicht so ist. Das ist einfach die Wahrnehmung, die man hat. Also selbst wenn du 10 Jahre dort bist, du bist hier geboren, du hast eine ganz andere Wahrnehmung von dem Land. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja nur sehr viel auf Geschäftsreisen. Mhm. Ich finde auch Amerika ultra geil. Mhm. Und alle Leute dort sind super toll und du hast da unglaublich tollen Service. Aber das ist, weil du auf Urlaub dort bist und das ganz anders wahrnimmst. Am Ende des Tages hat jedes Land seinen Scheiß und du hast in jedem Land irgendwo eine beschissene Zeit. Aber in deinem eigenen Land, weil du dort immer so viel wohnst und du kennst die Leute und dich ekelt das an, weil du einfach in deiner gewohnten Umgebung bist, findest du das halt scheiße. Und du wirst auch hier diese ganzen Community-Häuser haben. Du wirst Kneipen haben überall, du wirst einen Barbier haben, so. Es ist aber einfach, aus anderen Kulturen nimmt man das ganz anders wahr, so. Wenn du jetzt in Irland nimmst du den Pub und die Leute sind im Pub, das hast du hier vorm Lidl so, ne? Nur, dass jetzt hier die Leute vorm Lidl stehen und gemeinsam, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. So, aber ich glaube aber doch, dass die... Nee, ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich weiß, was du sagen willst, aber ja, vom Lidl stehen die Jungs, weiß ich nicht, wo ein bisschen was schiefgelaufen ist. Wenn du hier ins Pub gehst, triffst du halt wirklich komplette Familien. Von klein bis Oma. Also von Opa bis Kind. Das die sind alle... Lidl auch. Ja, dann hat sich in den letzten 3 Jahren in Deutschland viel getan. Ja, das war jetzt ein Scheißbeispiel, verzeih. Ist okay. Du hast aber auch in den Kneipen oder in Parks oder... Es kommt halt darauf an, wo du wohnst halt. Also ich sag mal, in Bärschweiz, Mann, das ist das... Da haben ja alle Kohle. Es ist einfach Multikulti so. Und hier ist auch eigentlich jeder geil zu dir so. Mhm. Ja. Und das, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt beispielsweise nach London geflogen bin, so, dann habe ich auch immer gesagt, oh, das ist ja, London ist ja der Scheiße. Ja, aber das ist ein Urlaub. Ist ja, nee. Wir leben ja 10 Jahre hier, 3 Jahre hier, weißt du, wie ich meine? Das ist doch, ich glaube, nochmal ein Unterschied. Was ich auch gemacht habe, ich möchte noch was sagen, ich habe mir die Studien Einsamkeit von der Weltgesundheitsorganisation mal angeschaut in Amerika, in Deutschland und in Irland, weil es interessiert hat. Und es ist immer natürlich runtergerechnet auf die Gleichheit, damit die Studie korrekt ist, wird das natürlich runtergerechnet, das sollte allen klar sein. Nicht, dass das Argument kommt, ja, wohnen ja weniger Leute. Man stellt eins fest. Ja, die Amerikaner sind definitiv bei dieser Problematik Einsamkeit, also bei dieser Erkrankung, auf Platz 1. Aber wenn du dir die Iren mit den Deutschen zum Beispiel vergleichst, da reden wir bei den Deutschen prozentual von 38%, die dieses Gefühl teilen. Und bei den Iren, halt dich fest, sind es 1,4%. Also irgendwas läuft, also irgendwas ist dort kulturell anders, was in Deutschland, da wird es begünstigt. Hier gibt es auch Internet. Also jetzt sollen die Leute nicht kommen und sagen, hier gibt es kein Internet. Hier sind die Internetleitungen, glaube ich, sogar besser. Wir leben am Arsch der Welt in einem 40-Seelendorf und haben eine 1G-Leitung up and download, die steht, ja, bis auf eben gerade. Nee, aber wisst ihr, was ich meine? Also jetzt soll keiner kommen und sagen, ja, die haben auch kein Internet. So, das ist ja Schwachsinn. Also irgendwas ist ja anders in der Kultur. Irgendwas machen die anders als... Ja, sonst wären wir ja alle, sonst wäre die ganze Welt ja ein Land. Und übrigens der Lidl-Witz, ne? Natürlich ist
das nicht zu vergleichen mit einer Kneipe, weil ja Leute jetzt schon wieder sich echauffieren, dass der Typ keine Ahnung hat, wovon er da redet. Ja, und sollte Ironie, Sarkasmus, Ironie, so soll Ironie. Bisschen, wir können das. Ne? Alles gut. Wir beschreiben den Titel, das wäre hier unpassend, Satire-Sendung. Das wäre sehr unpassend. Ja, wahrscheinlich. Ich möchte kann auch noch das mal ernst meinen, dass da vom Lidl die ganze Kneipe steht? Das ist doch Quatsch, Alter. Ich möchte ihn raus, Junge. Können wir, hier guckt unser Programmierer zu, können wir eine Bauchbinde machen? Immer dann, wenn wir das Gefühl haben, es ist ein satirischer Witz, dass die Bauchbinde Satire eingeblendet wird. Ich möchte vielleicht nochmal sagen, respektvoll miteinander umgehen, mit unseren Gästen, mit uns könnt ihr auch mal als Ottos bezeichnen. Alles gut, wir können damit umgehen. Aber wir möchten echt hier, jeder hat auch eine andere Meinung. Und das absolut ist auch gut. Und das wollen wir so ja auch. Dafür laden wir ja auch Gäste ein. Und da muss keiner irgendwie konform sein. Aber bitte nicht irgendwie beleidigend werden oder irgendwas, weil dann kommt einfach auch mal der. Weißt du? Da hat auch keiner was gesagt, so ist alles cool. Ich wollte das nee, generell allgemein auch für unsere nächsten Sendungen. Wir haben noch andere Gäste in dem Sinn, dass die Leute das einfach wissen, dass wir hier einen normalen Umgangston gerne hätten. Ja, aber ich ist alles gut. Ansonsten gibt es eine Schelle zurück. So, aber jeder andere Länder, andere Sitten so. Also ich meine, ja, in Irland war ich auch schon und natürlich ist so ein Pub-Feeling, da hast du schon recht, das ist schon ein bisschen was anderes. Andere Länder, andere Sitten. Ja. Das haben unsere Eltern schon gesagt und das ist halt heute auch noch so. Da musst du dann halt irgendwo mit, wie soll ich sagen, willst du klarkommen oder musst dich anpassen oder deswegen gibt es ja auch Leute, die auswandern so, ne? Also zum Beispiel, einige Menschen kommen jetzt nach Deutschland, weil sie es mögen, dass wir so genau sind und dass wir sozial abgesichert sind und andere Leute sind jetzt beispielsweise, lass mich da jetzt einfach euch als Beispiel nehmen, ihr seid so ein bisschen auch auf Freigeister und ihr mögt das gerne so ein bisschen offener und so ein bisschen netter und kultureller mit weniger Bürokratie. Dann geht der eine halt danach nach Irland so und sagt sich dann, ey, hier ist voll schön, Mann, hier kann ich in den Pub gehen, da finde ich das geil, wenn die kleinen Kids da durchlaufen und der andere sagt sich in Deutschland so, ey, ich will um 22 Uhr keinen mehr hier in dieser Kneipe sehen, außer erwachsene Männer und Damen, die auf dem Tisch tanzen. So werden wir wieder bei Einsamkeit, ja? Da sind wir wieder bei Einsamkeit, richtig so. Sehr gut. Und, so hat jeder halt sein Ding, ne? Und jeder mag dann so sein Land. Es gibt viele, die gehen nach Thailand, weil sie das da so unglaublich toll finden. Dann gibt es andere Leute, die gehen nach Amerika und finden das da mega geil, so. Polen, Tschechien, Russland, China. Ja. Überall alles so. Und andere kommen hierher, weil sie die Kultur besser finden. Oder so ist es schlechter. Ja, auf jeden Fall. Ja, das, ich habe hier noch eine Frage aus dem Discord von Anne, die hast du schon vorhin angeschnitten, Nils. Und zwar meinst du, beziehungsweise ihr, ich tue das auf uns drei, weil wir ja einen Trialog auch ein bisschen führen, meinst du, Tiere haben eine positive Wirkung, sodass diese durch einsame Phasen helfen können? Jo. Das hatten wir vorhin schon angeschnitten, auf jeden Fall. Ich glaube, persönlich, wenn ich damit anfangen darf, ich glaube auch, Nils hat ja schon Jo gesagt, ich glaube auch, dass Tiere sehr, sehr, man kommt von der Arbeit heim zum Beispiel und wir haben drei Meerschweinchen und da kommt man heim, muss die füttern, man kümmert sich um das Tier und die Tiere brauchen auch Zuwendung. Kommt drauf an, halt auch, wie gesagt, ich finde, ein Tier hilft dabei auf jeden Fall. Also dieses Alleine sein. Wenn ich nach Hause komme und die Katze halt wieder um den Boden gekotzt, dann habe ich wenige Glückshormone, ja. Nee, Quatsch. Ich bin da bei euch, aber ich glaube, es ist nur phasenweise so. Es ist nur ein Moment, also ein Tier hilft ungemein, ist ein gutes Gefühl, schüttet auch gut Glückshormone aus, hin und wieder auch mal Stresshormone, gerade Katzen, ja. Aber ich glaube nicht, dass es ein Ersatz in der Einsamkeit sein kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass es hilft, sich besser zu fühlen. Aber ein Ersatz, also ich glaube nicht, dass es in der Einsamkeit heilen kann. Das glaube ich nicht. Weil ich glaube einfach, Mach dir gut, Entschuldigung. Ich glaube einfach, das, was wir heute immer wieder gesagt haben, was ich glaube, das habe ich klar gemacht heute, der unmittelbare Kontakt ist, glaube ich, wichtig, um gegen dieses Gefühl der Einsamkeit vorzugehen. Mimik, Gestik, ja, ich weiß, die Katze kann das auch ein Stück weit. Aber wisst ihr, die Reaktion auf mich, da kommt sie gerade ins Bild, passend. ich glaube, das fehlt beim Tier. Ich weiß nicht. Ja, Nils hatte ja da auch. Ja. Nils, du wolltest was sagen. Also, ich glaube, das kann man differenziert sehen. Und auch da
Wisst ihr, was eigentlich das Schlimmste ist an solchen Gesprächen? Du kannst nie allgemeingültig. Also Mathe zum Beispiel hat eine Lösung. Mhm. Ne? Menschliche Interaktion, egal in welcher Thematik, es gibt keine allgemeine Lösung. So könntest du zum Beispiel sagen, dass jemand gerne zu Hause ist und alleine ist, vielleicht weil es bei ihm krankhaft ist, und ihm gibt eine Katze oder einen Hund einfach alles, was er braucht im Leben. Ja. So, jetzt kommst du und sagst, puh, Katze ist eigentlich nur für einen Moment geil und löst die Einsamkeit. Andere Leute sagen sich, weißt du, für mich reicht das einfach, in den Club zu gehen am Samstag und kurz den Akku aufzutanken. Andere Leute sagen sich so, nee, ich bin allein und mir reicht das auf der Arbeit so. Und dann, also da gerade das mit den Katzen, das ist total unterschiedlich, und auch Hunde. Also mir zum Beispiel, mir gibt das unfassbar viel, meine beiden Katzen zu haben. Und ich glaube, wenn ich jetzt gerade keine Katzen hätte und mich um die kümmern müsste, wäre das, glaube ich, weniger cool so. Okay. Und für mich sind sie wichtig. Ich will jetzt nicht so übertrieben sagen, dass sie für mich wie Kinder sind, aber sie sind halt auch für mich wie Kinder irgendwo. Und auch manchmal so ein bisschen auch ein Ersatz, wenn mal keiner Zeit hat und mit mir spielen möchte, so gefühlt. Ne? Ich lese das auch gerade im Chat, dass Tiere auch fühlen, wenn es einem schlecht geht, und denen auf jeden Fall auch die Nähe. Also mir tut das, also wenn ich eine Katze habe oder einen Hund oder was, mir tut das echt gut. Und bei mir ist das auch nicht für den Moment so. Ich brauche aber trotzdem auch den menschlichen Kontakt, definitiv. Aber ich finde Tiere definitiv, also um die Frage vielleicht von meiner Seite zu beantworten, auf jeden Fall helfen Tiere da. Mhm. Definitiv. Für mich persönlich. Ja, es ist auch, wie gesagt, also erstmal, ich glaube, das haben wir aber alle verstanden. Absolut bin ich da bei Nils. Also ich respektiere da auch jede Meinung und jede persönliche Haltung, um Gottes Willen. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht weiß ich es auch nicht. Ich würde jetzt gerade sehr offensiv sagen, ich hatte vielleicht noch nicht so wirklich das Gefühl, in den letzten Jahren nicht so wirklich das Gefühl der Einsamkeit. Also vielleicht habe ich es einfach noch nicht gemerkt, ich weiß es nicht, aber deswegen ist das gerade mit dem Katzenthema für mich so eine spekulative Geschichte gewesen. Vielleicht, wenn ich wüsste oder wenn ich in dieser Situation bin, würde ich ganz anders argumentieren, so, weißt du? Bestimmt. Absolut, ja. Absolut. Ja, also wir sind tatsächlich mit unseren Fragen so weit durchgekommen. Sind wir? Ja, also das das ging recht fix. Meine Zettel sind so voll. Ja, aber vielleicht, wenn wir zum Abschluss kommen möchten, in dem Sinn. Nils, was möchtest du den Leuten vielleicht ein bisschen mit auf den Weg geben und vielleicht auch sagen, Leute, was ist deine Ansichtssache heute? Was hast du heute aus den Gesprächen gezogen? Also mit euch beiden? Zum Beispiel, ja. Also du hast ja nur mit uns geredet. Man darf keine Lidl-Witze machen. Weil dann aber uns schon. Man hat dann keine Ahnung vom Leben nicht. Ich habe keine. Also was ziehe ich daraus? Also das Ding ist ja, ich habe ja nur meine Erfahrung mit euch geteilt. Und wir könnten jetzt halt so eine riesige Rede schwingen, sucht euch Hilfe, seid nicht einsam, sucht euch Freunde. Das ist schwierig, glaube ich, mit der Hilfe. Das ist, ich hatte heute ein gutes Beispiel, darf ich dir was sagen? Mit der Hilfe ist immer schwierig, wenn du, das ist so als, jetzt kommt ein sehr makaberer Vergleich, Leute, nicht falsch verstehen, aber wenn du einen Rollstuhlfahrer hast und klopfst ihm auf die Schulter und sagst, steh mal auf, Junge. Ja, das ist genauso, wie wenn du jemandem sagst, der ein Einsamkeitsproblem hat. Und vielleicht genau das sein Problem ist, auf Menschen zugehen zu können. Wenn du dem sagst, ey, geh mal raus, mal ein bisschen frische Luft schnappen und lern mal jemanden kennen. Vielleicht ist genau das sein Problem. Das heißt, es ist schwierig, da was zu sagen. Ich möchte auch noch kurz dazwischen grätschen. Ich habe so viel noch auf den Zetteln stehen. Also ich habe es auch gerade im Chat gelesen. Also ich wäre auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob Nils Zeit hat, aber grundsätzlich wäre ich auf jeden Fall bereit für eine zweite Sendung, weil ich finde, man kann. Es ist noch so viel da, wirklich, da kann man noch so viel zu sagen. Ich habe nämlich auch hier zum Beispiel für mich die Fragestellung stehen, ist Einsamkeit ansteckend und so. Also es gibt unheimlich fassbar spannende Themen, man kann das unheimlich ausweiten und es ist sehr, sehr spannend und es gibt da auch sehr, sehr spannende Studien zu. Also, Wenn wir eine zweite Sendung machen sollten, können wir dieses Wort ins Englische, ich kann es nicht mehr hören, ey. Geht euch das auch schon so, dass ihr es nicht mehr hören könnt?
Einsamkeit. Jedes Mal, wenn du anfängst, Einsamkeit. Ja, wir wissen, worum es geht. Einsamkeit. Und jetzt gleich machen wir alle unsere Rechner aus und dann sind wir alleine, nur die beiden nicht. Toll, ja. Wir wissen, dass wir einsam sind. Danke. Ja. Super. Ja, wir haben auch noch, wir haben hier auch noch 5 Katzen und Nuschka im Haus. Also alles gut. Na super. Ich gehe gleich zu meinen Katzen, da bin ich nicht mehr einsam. Aber okay. Du bist doch bei uns im Studio. Du kannst ja rumkommen. Ja, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Du kannst ja rumkommen. Dann können wir einsam. Wie geht der Satz? Gemeinsam können wir einsam. Nee, einsam. Lassen wir das. Okay, komm. Ja. Lassen wir das. Nee, aber ich denke, weil das wurde gerade gefragt, vielleicht kriegen wir das nochmal hin. Vielleicht auch gerne für ein anderes Thema, wenn Nils da Bock drauf hat, mit uns da zu diskutieren und die Meinung auszutauschen. Aber ich würde hier echt, also muss Mach ich sagen. Mach halt noch, komm. Nee, ich will jetzt hier nichts mehr sagen. Die Redaktion hat mir geile Texte gegeben, seht ihr das hier? Aber ich habe 4 Seiten selbst geschrieben und ihr habt nur 2 Seiten gehört. Das geht nicht. Das ist wieder das. Dann stell doch einfach noch deine, mach mal eine These. Das ist ja keine wirkliche Fragestellung. Ich versuche da immer so ein Gespräch mit anzuregen. Und ist so ein bisschen der Freestyler. Der Freestyler, ja. Das würde den Rahmen jetzt sprengen, dann würden wir nochmal 3 Stunden hier sitzen. Ja, nee, ist aber wirklich das halt so. Ich hab auch zum Beispiel aufgeschrieben, ich will das mal anteasern für die zweite Sendung. Ich hab mir das Geschäftsmodell Google, Apple zum Beispiel wirklich angeschaut und habe ein bisschen gelesen. Computer, die lernen wie Gehirne. Ja, wer füttert diese Gehirne, diese elektronischen Gehirne? Wir füttern das. Die lernen von uns Menschen und wird dort von der Industrie vielleicht sogar bewusst, und dann kommen wir auf die Zukunft, die Nils angesprochen hatte, bewusst die Einsamkeit gefördert, um ein gewisses Spektrum später zu erreichen, ja. Dick im Stuhl sitzen, VR-Brille an, bla bla bla. Es gibt da spannende Sachen. Ich würde die einfach gerne in die Diskussionsrunde dann werfen und wir labern darüber. Aber das würde heute den Rahmen sprengen. Nils hat nämlich schon so den Kopf, er ist auf dem Sessel, ja, nach rechts und links. Ja, weil das kannst du in einem Satz einfach abtun. Jo. Punkt. Das ist aber, wollen doch was hören, Mann. Du kannst doch nicht einfach Yo sagen. Ja, danke für die Sendung. Was bist du für ein Unterhalter? Was willst du denn darüber diskutieren so? Ich meine, ey, das ganz ehrlich, wenn wir darüber reden, machen wir genau unser Geschäft kaputt damit, verstehst du? Ja. Weil wir davon auch profitieren, dass Menschen zu Hause einsam sind und unsere Streams gucken, damit wir bei ihnen sind für die Stunde, wo keiner da ist. Ja, die können aber auch einfach in die Kneipe gehen, den Fernseher anmachen und gucken uns mit allen anderen. Nein! Dann haben wir nur 1 Viewer anstatt 10. Ach so, die haben doch die Smartphones. Scheiße. Ja, die können ja auch Chatmodus am Handy stellen, Mann. Ja. Es ist doch. Du machst dir dein eigenes Geschäft kaputt. So. In meiner Kneipe früher um die Ecke lief auch immer RTL Frühstücksfernsehen. Ja. Leute, bleibt bitte für den Moment zu Hause, wenn ich streame, okay? Danke. Sonst hab ich keinen Job mehr. Das war das Abschlusswort von Nils. Vielen Dank, Nils, dass du hier dabei warst. Sehr, sehr gut, Mann. Ich sehe schon wieder die Kommentare, ey, was ist das für Tübel? Da wird gleich herausgeklippt und dann gibt's hier einen Skandal. Skandal bei Kickstarter. Nils will, dass ihr alle einsam seid, so, oder irgendwas. Ja. Nils fördert Einsamkeit im Frühstücksfernsehen. Ja, definitiv. Ja. Ich hätte noch eine Frage, wenn wir die noch mit einbauen können, die Regie. Regie, ist das okay? Ja. Ist von Already Gaming. Denkst du, Nils, oder denkt ihr, dass wenn man wegen der Einsamkeit in ein tiefes Loch und in eine Abwärtsspirale fällt, es auch Leute im Internet, gerade im Gaming-Bereich, gibt, welche einen da raushelfen können? Oder sagt ihr, da gibt es nur die professionelle Hilfe bzw. die persönliche Variante? Eine sehr spezifische Frage. Also mein Chat hat mir schon sehr oft und auch jetzt gerade geholfen aus der Spirale, die nach unten geht. Also mal so als Beispiel, ich habe gerade irgendwie Scheiß am Schuh. Mhm. Und ich kann mich noch an einen Satz erinnern, den mir jemand aus dem Chat geschrieben hat. Lach die Scheiße weg so. Und mir ist so viel Scheiße passiert in letzter Zeit. Also wirklich Dinge kaputt gegangen, Papierkram, privat und alles Kacke. Aber am Ende, und da hat mich das wie der Blitz beim Scheißen getroffen, am Ende hat jemand in den Chat geschrieben, weißt du, Nils, wir lachen die Scheiße einfach weg. Und sehr gut. Und ich habe wirklich, ich musste, genau über diesen Satz musste ich lachen. Und an der Stelle habe ich gelernt, selbstironisch, auch wieder selbstironisch an solche Dinge zu gehen. Und ich bin der Mensch, der ich geworden bin, weil ich von meinem Chat was gelernt habe. Ich habe sehr viele erwachsene Leute drin, ich habe junge Leute drin und wir teilen einfach unser Wissen miteinander. Und
Ich sag mal, Dizzy ist zu 50% der Charakter und der Mensch, der heute besteht, aus 50% aus dem Chat. Und ich lerne sehr viel von Menschen. Ich höre sehr viel bei Menschen zu, was sie sagen. Ich gebe natürlich viel auch davon von weiter. Aber ja, ich persönlich für meinen Teil denke, dass das hilft, ja. Okay. Ja. Ja, Nils. Super. Ich denke, das war also von mir und vom Discord die letzte Frage. Daniel, hast du noch was? Ich hab einen Funfact. Es gibt mittlerweile in Deutschland im Ministerium einen Beauftragten für Einsamkeit. Kein Scheiß. Es gibt im deutschen Ministerium einen Beauftragten für also auch politisch. Die Engländer haben das auch. Die haben das Ministerium für Einsamkeit sogar gegründet. Im Zuge des Brexits, glaube ich, eine ganz gute Idee. Nee, das war auch okay. Der war schlecht. Ist Domian jetzt endlich ins Ministerium gekommen? Oder? Ja, da kann man mal. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt in der Politik ist, ey. Nee, aber es gibt's wirklich. Ich hab das mehr am Abend. Gibt es. Vielleicht ist es gut, dass dem Thema auf einer gewissen Ebene Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ob das am Ende des Tages irgendein Feedback, ein Output für die Betroffenen hat, keine Ahnung. Aber ich habe mir das so als Funfact hier aufgeschrieben gehabt. Also es gibt auf jeden Fall einen Beauftragten. Habe ich auch echt nicht schlecht gestaunt, ja. So sieht's aus, ja. Nee, ansonsten habe ich eigentlich, ich glaube auf jeden Fall, das ist einen schweren Tipp zu geben. Das sag ich sogar als ihr Rettungsdienstmediziner, wenn ich das mal sagen darf. Es ist schwierig, dort einen Tipp zu geben. Ferndiagnose ist immer schwierig und nichts anderes würde ein Streamer mit seinem Ratschlag tun. Und Ferndiagnose kann auch tödlich sein. Deswegen ist es schwierig. Aber vielleicht ein Satz. Ich glaube, am Ende des Tages ist kein Mensch alleine. Es gibt immer irgendjemanden, der für einen da ist. Immer. Den gibt es immer irgendwo. Irgendwo. Ich habe einen sehr schönen. Mach du, Entschuldigung. Das war's. Ja, okay. Ja. Ich wollte nur sagen, tut euch auch was Gutes für euch selbst. Definitiv macht immer was für euch, was euch gut tut. Dann fühlt ihr euch gut, dann fühlt ihr euch besser im Leben. So ging es mir. Ich persönlich sage auch, reden hilft. Also wenn ihr eine Person habt, denen ihr vertraut und sowieso über alles redet, redet auch über Probleme. Also das finde ich immer ganz wichtig. Das habe ich auch gemacht persönlich. Deswegen kann ich aus einer persönlichen Erfahrung reden, dass man auf jeden Fall seinen Schmerz, wenn man einen Schmerz hat, auch teilt. Mhm. Und darüber reden hilft. Also hat mir geholfen. Jeder Mensch ist verschieden. Da kann das vielleicht bei euch anders sein. Aber ja, tut euch was Gutes. Das wollte ich noch sagen. Tut euch was gut. Mhm. Abgrundtiefer Sarkasmus und mindestens 10 Jahre alter Whisky. Finde ich auch gut. Der könnte ich sein. Nur ich trinke kein Whisky. Gut, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Toll, jetzt habe ich deine schöne Rede zerstört. Nee, ich finde das. Vielleicht können wir auch, also wenn es wirklich in. Wenn, wir können über keinen Kopf hinweg entscheiden, es vielleicht in den Teil 2 geht mit Nils. Über dieses Thema, vielleicht kann man da die Kurve auch kriegen und vielleicht noch ein zweites Thema mit reinbringen. Das habe ich auf meinem Zettel nämlich stehen. Social Anxiety, das ist ja auch gerade so ein Thema und man liest immer, das wird härter, oder? Wir fahren uns auf die harten Themen ein, Nils, ja. Aber man liest das ja immer mehr auf Twitter. Auch von jungen Menschen liest man immer mehr, ich habe einen Burnout. Die sind ich habe einen Burnout. Und nein, das Ding ist, du lädst mich halt zu diesen Themen ein und du hast halt wirklich Arsch auf Eimer. Du triffst mich damit einfach. Also ich brauche nicht mal mir irgendwas aus dem Arsch saugen, sondern ich erzähle dir das einfach. Nils, wir hätten tatsächlich noch ein Thema, aber jetzt nicht, du hast das aber vorhin angeschnitten. Wir hätten ein Thema, was wir demnächst ansprechen wollen, tatsächlich Mobbing und Mobbing im Internet. Oh! Nee, also vielleicht kann man da was zusammenpacken, ohne es zu groß werden zu lassen. Aber wir wollen nicht zu viele Themen spoilern, da weiß ja jeder, was kommt. So. Ja. Ja, ist doch gar nicht so schlecht. Ja. Mobben bin ich raus. Mir wurde letztens gerade vorgeworfen, ich mobb Menschen, weil ich sarkastisch und ironisch bin. Aber ist okay. Mobben könnte ich dir auch was zu erzählen, aber ich denke einfach, so wie manche Leute das auch schon in Erfahrung gebracht haben und ich das auch über die letzten paar Jahre gelernt habe, ich glaube, manchmal ist es einfach sinnvoll, mal die Fresse zu halten und nicht irgendwie versuchen, Leuten Ratschläge zu geben, weil echt ohne Witz, ich habe früher auch immer, ich habe das nicht nachvollziehen können, warum Menschen
zum Beispiel depressiv sind. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Und ich habe immer gesagt, Leute, steht auf, macht euer Ding so. Und ich habe denen versucht, meine Weisheit, wie ich durchs Leben gehe, versucht irgendwie mitzugeben und denen zu sagen, ja, so geht das und das ist der Weg und mach und tu und wollte sie motivieren. Und habe aber irgendwann festgestellt, das geht gar nicht. Du kannst den allgemeingültigsten Plunder raushauen und du hilfst den Menschen einfach überhaupt nicht damit. Und jeder hat da irgendwie einen anderen Lösungsansatz. Und so ist das auch mit diesem ganzen Mobben. Das ist halt das, was vorhin auch gerade gesagt wurde zu mir. Ey, der hat überhaupt gar keine Ahnung. Weil dort auch jemand zum Beispiel ist, der die Welt ganz anders wahrnimmt und ganz andere Probleme hat. Und ich glaube, ich denke, man kann immer seine Erfahrung austauschen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Tipp, den kann man geben. Ich glaube, man sollte versuchen, ne? Manchmal geht's nicht, aber man sollte versuchen, irgendwie den Gegenspieler zu finden, mit dem man darüber reden kann. Der dich zumindest vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, der aber vielleicht ein kleines Stückchen weiter ist als du, die sich dann gegenseitig helfen können. Ich glaube, das wäre fast an der Stelle, das wäre auch das Schlusswort gewesen zu dem Thema, was ich loswerden möchte, dass man irgendwie versucht, mit Menschen zu kommunizieren, und vielleicht so eine emotionale Bindung aufbauen kann. Das ist so das Einzige, was ich dazu als Tipp so geben möchte. Ansonsten. Dann lassen wir das so stehen, oder? Lassen wir so stehen, ja. Nils, wo kann man dich demnächst vielleicht jetzt nochmal ein Shoutout vielleicht auch für Nils, dass er bei uns in der Sendung war. Wann kann man dich das nächste Mal bei dir auf dem Kanal live sehen, heute? Gleich. Gleich ist er da für euch, Nils. Ja. Also rüberschalten, Leute, ja. Ich muss noch schnell telefonieren und dann gleich. Dann gleich. Ja, dann schauen wir mal, ob wir nochmal zusammenkommen und vielleicht so einen Pool an Themen auch nochmal zusammenpacken und dann auch nochmal, weil Nils es so gern heute gehört hat, vielleicht stellen wir auch fest, dass diese ganzen, darauf möchte ich dann hinaus, dass diese ganzen jungen Menschen, die heute schreiben, hey Abi, ich bin im Burnout und so, vielleicht ist das auch alles vielleicht ist Einsamkeit doch eher das Problem und nicht... Ich habe einen Burnout. Ich weiß, aber es ist schwierig. Es ist schwierig, wie gesagt, Ferndiagnose ist schwierig, aber es ist ein spannendes Thema, was man zusammenheften kann. Und wir schauen mal. Ich habe auch eben im Chat gelesen, holt doch mal Stay dazu. Ich glaube, da muss ich mal sagen, ich sage ja sonst immer bei fast jedem Namen, kenne ich nicht. Stay kenne ich und verfolge ich auch sehr aktiv. Ich bin ganz oft mit ihm einer Meinung und ganz oft würde ich ihm am liebsten in den Pro treten. Ja? Aber das ist ja normal. Man hat nicht immer die gleiche Meinung. Aber ich glaube mal gehört zu haben, ich kann mich täuschen, da bin ich wieder der Bremsklotz. Eigentlich sollte ich das nicht sagen, aber ich glaube mal gehört zu haben, dass er nicht wirklich viel in andere Sendungen oder auf andere Channel geht. Deswegen habe ich das, glaube ich, nicht. Das stimmt nicht. Okay, dann bin ich falsch. Siehst du, vorhin haben wir es angesprochen. Vorhin hat auch nichts gesagt. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Liebe Redaktion, dann macht mal eine E-Mail fertig und ladet Nils und Stay doch nochmal zusammen ein. Das könnte spannend werden. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Nee, vielleicht aber auch jetzt mal zu dem Burnout-Thema. Ich möchte einfach einen frechen Kessensatz dazu noch raushauen. Ja, bitte. Und zwar von Generation 80er Jahre. Burnout, geh du erstmal richtig arbeiten, bevor du von Burnout redest. Ja, das ist, das liest man heutzutage auf Twitter, wenn junge Abiturienten schreiben, ich glaube, ich habe einen Burnout, habe ich oft gelesen, liest man genau so einen Kommentar. Ironie und Sarkasmus bitte, ja? Nicht falsch verstehen, ich sag das nicht. Ja, wir haben das verstanden. Er sagt für den Ey, Alter, der labert mir, Scheiße, Junge. Das liest man heutzutage sehr oft. Aber manchmal stellt man sich ja auch die Frage, ist das wirklich Burnout oder Nils, weil du es so oft und gerne hörst, ist es vielleicht sogar eher Einsamkeit und er fühlt sich einfach nur Loneliness. Low. Echt, ich weiß es nicht, Jungs. Ich bin kein Arzt, ich habe das nicht studiert so. Ich habe meine Erfahrung gemacht. Ich weiß, dass ich einsam war und ich weiß, dass ich gerne mal einen frechen Spruch mache, so, ich bin kein Mediziner, so, wisst ihr? Ich kann nur sagen, wie ich als Streamer vor 3 Jahren zu Hause gesessen habe, in einer elendigen Einsamkeit mir Katzen geholt habe, gedacht habe, oh, ich kenne gar keinen Menschen, den Klassenclown gespielt habe und das kurz gefasst meine Geschichte ist und heute Nachmittag um circa 13.30 Uhr könnt ihr bei mir einschalten und eventuell noch den einen oder anderen Satz reindroppen und mir eine Frage stellen bei hc-dizzy. Mach das. Einschalten, Leute. Einschalten. Damit haben wir es, oder? 13.30 Uhr. Ja.
Also ja, schaffe ich gleich. Ich muss noch telefonieren. Gleich. Okay. Hast du eben gesagt? Jetzt, ich habe dich ja, ich muss noch. Ja, mach schon. Ja. 13:30 Leute, ist er für euch. Dort da. Geht's um Einsamkeit im Internet. Mein so. Heutiger Titel: Ich bin ganz allein in meinem Stream. Mir fehlen die zwei Leute von Machine TV. Ich bin einsam. Habt mich lieb, spendet jetzt, donated. Ihr wisst, das ganze Programm macht mich glücklich. Ja, schreibst du einfach Titel heute bei dir: Gemeinsam einsam durch die Nacht. Wenn du dich einsam fühlst, wir sind vielleicht auch mal bereit, bei dir irgendwie mitzumachen, was wenn du was hast. Was willst du da machen? Ich weiß es nicht. Ich will doch kein GTA mit dem, sag mal. Ja, er zockt ja. Was soll ich denn da machen? Fernküche? Ey. Zocken kommt bei mir gar nicht mehr so gut an, okay? Ach so, wir kochen zusammen. Wie sollen wir denn zusammen kochen? Von Irland nach in die Schweiz? Wie soll das funktionieren? Ja, ist doch easy. Brieftauben. Auf das Konzept bin ich gespannt. Was hat er gesagt? Brieftauben, das wird ein 24-Stunden-Stream. Wir kochen einfach nach. Wir kochen, genau. Du machst vor, wir machen nach. Das wäre auch lustig. Ja, egal. Wir driften ab. Nils, vielen Dank. Dass du hier warst, dass du deine Meinung gesagt hast zum Thema Einsamkeit und auch deine Erfahrung geteilt hast. Ich fand es sehr informativ, sehr spannend. Ich hoffe, der Chat konnte was mitnehmen. Ich habe sehr viele Kommentare gelesen, dass sie das erste Mal da waren und das ziemlich cool fanden, wie wir das aufziehen. Leute wollen ja auch eine Fortsetzung. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, Leute. Dankeschön. Vielen Dank an Nils, wie gesagt, dass er sich die Zeit genommen hat, bei uns mitzumachen. Absolut. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Gerne. Gerne. Darf ich noch Tschüss sagen? Ja, bitte. Danke für die Einladung, Leute. Und unterstützt das hier mal bitte. Auch wenn ihr vielleicht gerne Reaction-Streams guckt, aber hier gibt es auch Reactions und zwar untereinander, damit ihr vielleicht mal Qualitätscontent euch reinziehen könnt. Nein, Spaß beiseite, Gigidi. aber reinzappen könnt ihr trotzdem. Twitch Prime, die Möglichkeit, einen Streamer jeden Monat kostenlos zu unterstützen. Oben rechts ist ein Knopf, einfach draufdrücken. Und dann habe ich euch ganz lieb. Danke, dass ich euch kennenlernen durfte. An die Leute, die ich ein bisschen vor den Kopf gestoßen habe, ich bin ein bisschen ironisch und manchmal sehr spitz, was die Spitzen angeht. I know. Ich habe euch trotzdem lieb. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Zugucken und vielen Dank für die Einladung. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Dann würde ich sagen, wir gehen in die Pause und sind nach der Pause nochmal für euch da. Bis gleich.